Hallo ihr Lieben, hier ist Andrea aus der Basteloase. Ich habe heute noch mal ein Haul. Ich war gestern noch mal ein bisschen einkaufen. Das macht ja Spaß. Wenn auch das mit den Masken und den ganzen Vorschriften alles ein bisschen anstrengend ist. Und ich gucke ja auch immer, dass ich schnell wieder raus bin, damit ich ja nicht irgendwo in Aerosole reingerate. Ich habe mir jetzt auch die FFP2-Masken geholt, weil die doch ein bisschen sicherer sind. Ja, ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Und zwar, es wird kalt. Deswegen habe ich mir eine kuschelige Decke gekauft. Ich war also bei Kick und bei Woolworths. Diese schöne Decke habe ich von Kick und die ist richtig schön kuschelig. Und genau, und ich fand für 9,99 Euro, fand ich das wirklich eine schöne Decke. Wir haben da schon zwei von und jetzt haben wir noch eine dritte, um uns richtig einzukuscheln. Dann habe ich noch mal einen Bogen Deko mitgenommen für 1,99 Euro, weil ich mache ja ganz viel jetzt mit Stamping Up meine Deko, aber die passen noch zusätzlich ans Fenster. Dann wollen Schatzel und ich ordentlich Kekse backen. Und dafür habe ich mir noch mal zwei so eine schönen Keksdosen mitgenommen, so im Vintage-Look. Und die fand ich richtig schön. Da passen so die Kekse rein und die sind auch unterschiedlich, weil ich ja mit anderen Zucker arbeite als so. Und von daher können wir dann auch genau sehen, welche Kekse wem gehören. Und das hat auch noch einen Vorteil. Joe isst mir nicht alle Kekse weg. So, dann habe ich ja die Crocodile Dundee, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist der Film. Oh Mann, ich bin schon wieder total verpeilt. Nein, dann habe ich ja diese Crocodile. Da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Das ist ja diese Stanzzange. Und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie zwei linke Hände und ich möchte aber gerne trotzdem ösen und sowas setzen. Und dann habe ich mir einfach das jetzt mitgenommen. Das hatte ich schon mal gehabt vor ein paar Jahren. Und ja, für den Preis hält das eben halt so lange, wie es hält. Sind auch noch ein paar Ösen drin und dann kann ich dann bei den Karten und überall auch noch ein paar Ösen setzen. Dann wichteln wir ja auch in unserer, ich habe ja noch eine Reborn-Gruppe, da wichteln wir. Und da habe ich dann für die Reborns so zwei süße Höschen mitgenommen. Bei den Reborns kann man ja auch im Winter nochmal was Kälteres anziehen. Und auch nochmal diese beiden, die fand ich auch total süß. Ich hoffe jetzt, dass nicht alle aus der Reborn-Gruppe das jetzt gucken, weil das geht nämlich rein in die Geschenkepakete. So, dann habe ich mir noch einen Rahmen mitgenommen. Den habe ich mir bei Woolworths mitgenommen und ich fand den Preis einfach unschlagbar. Und ich mache ja ganz, ganz viel jetzt im Rahmen. Ich finde es einfach so schön, mit Rahmen und Lichterketten zu arbeiten. Das sieht einfach richtig gut aus. Ja, dann habe ich mir noch mal so Bastelquasten mitgenommen. Die will ich haben. Ich habe so versilberte Lesezeichen, die ich jetzt noch fertig machen will. Und die sollen dann auch noch so in diese Kugeln rein. Und ich fand die total schön. Ja, und dieses Band fand ich total schön. Ich hatte das jetzt so mitgenommen. Ich hatte gedacht, so für Armstulpen rauf zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht waschbar. Das ist so wie Filz. Also mal gucken, wo das denn raufkommt. So. Dann habe ich mir auch mal ganz klassische Geschirrhandtücher mitgenommen im 10er-Pack, weil ich arbeite doch eigentlich ganz gerne damit. Weil ich finde einfach in diesen Mikrofaser-Handtüchern, ich weiß nicht, die sind dann irgendwie immer, die wischen immer die Feuchtigkeit hin und her. Und ja, ich muss sagen, für den Preis finde ich die okay. Ne? Und die werden ja sowieso ständig gewechselt. Also haben wir jetzt auch nochmal einen Schwung Handtücher. Dann habe ich mir nochmal einmal Bänder mitgenommen. Die fand ich jetzt auch noch ganz schön. Ich werde ja noch ein paar Weihnachtskarten machen. Noch ist ja nicht Weihnachten und noch kann man ja jede Menge Weihnachtskarten verschicken.
Und dann habe ich mir diese Servietten mitgenommen. Ja, weil das doch auch schön ist, wenn man jetzt Weihnachten ein paar schöne Servietten macht. Und ich fand diesen Wichtel so toll und ich habe von Stampin' Up dieses tolle Stempelset mit den Wichteln und das passt so total dazu. Und damit werde ich jetzt nochmal Serviettenringe und Bestecktaschen machen. Das werde ich euch dann auch zeigen. Dann habe ich für mein nächstes Upcycling-Produkt diese beiden Blöcke mitgenommen. Ich verrate schon mal, das Upcycling ist mit Klopapierrollen. Und ich mag ja Flieder total gerne. Und da habe ich mir was Tolles ausgedacht. Das werde ich euch auch demnächst zeigen. Was natürlich wieder nicht fehlen durfte, sind die Lichterketten für die Bilderrahmen. Da habe ich auch noch mal zugeschlagen und so ein paar mitgenommen. Und was ich total toll finde, sind diese Dosen. Ich liebe es ja, wenn so die ganzen Bastelsachen so schön in Dosen drin sind und wenn das alles so schön aufgeräumt ist. Das ist ja so absolut meins. Und ich fand die total schön, wenn sie dann auch aufgehen. Uiuiui. Gut fand ich das jetzt, dass sie einen Glasdeckel haben. Oder ja, Plastikdeckel, aber dass man da reingucken kann. Da werde ich jetzt so Blumen und Dekoartikel, die so auf die Karten kommen, werde ich da so reintun. Und ich habe alle Dosen, die sie da noch hängen hatten, habe ich mitgenommen. Und da habe ich mich wirklich, wirklich drüber gefreut. Ja, dann habe ich auch nochmal diese Lichterketten mitgenommen, weil die eben halt diesen schmalen Batteriekasten haben. Die lassen sich super toll hinten an den Bilderrahmen befestigen. Da habe ich auch noch mal so ein paar mitgenommen. Und dann habe ich mir auch diese Flaschenbodenlichter mitgenommen. Interessant, weil ich will mal gucken, ob man damit so Karten machen kann, die man dann so an- und ausmacht. Dann braucht man nicht dieses alles verlegen. Ich habe auch LEDs da und ich habe auch dieses Klebeband bei, um das alles zu verkabeln. Und das ist ja doch viel Arbeit. Ich will mal gucken, ob ich das damit ein bisschen abkürzen kann, ob das so geht. Das wird nochmal ausprobiert. Da habe ich auch so ein paar mitgenommen. Dann, und da habe ich mich so richtig gefreut, habe ich so ganz, ganz kleine Glocken mitgenommen. Die fand ich total schön für die Karten noch. Und die kommen eben halt auch jetzt in die Dosen rein, dass die gleich sichtbar sind. Und ich finde das so schön, weil sie so klein sind und man sie wirklich auch auf Karten dann gut noch benutzen kann. Ja, dann habe ich mir nochmal Feinsöckchen mitgenommen. Die will ich wieder für das Reborn haben. Da kommt wieder die Füllung rein. Ich muss mal gucken, wie viel sind denn das? 1, 2, 3. Okay, ja, das reicht dann für 3 Babys. Das ist okay. Ne, und ich fand das jetzt gut. Dann brauchen wir das nicht immer auseinanderschneiden. Und die haben dann eine schöne Kante auch. Dann kann man da eben halt das Füllmaterial gut reintun. Dann habe ich mir noch diese was sind denn das? Deko-Linsen mitgenommen. Die sind aus Plastik und die glänzen aber sehr, sehr schön. Und die wollte ich mal ausprobieren, ob man die so benennen kann auf den Grußkarten gestempelt mit Blumen und dass das so Tautropfen sind. Das werden wir mal ausprobieren. So, dann habe ich nochmal ein Kalender mitgenommen für 2021, so ein Buchkalender. Und das gefällt mir ganz gut, dass er jetzt so einfarbig ist, weil den will ich dann jetzt auch mit Stampin' Up Designerpapier bekleben und bebasteln. Und hier drinnen dann eben halt auch das bestempeln. Und ja, ich bin am Überlegen, auch überall hier mal so ein bisschen so an Feiertagen zum Beispiel, dass ich da noch so einen schönen Stempel drauf setze. Und ich glaube, das ist dann nochmal so eine schöne Geschenkidee. So, genau. Jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich brauche euch ja die Artikel nicht doppelt zeigen, das wäre ja Quatsch.
Jedenfalls freue ich mich total über die Sachen, die ich jetzt noch bekommen habe. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Und wenn ihr dabei bleiben wollt, abonniert unseren Kanal. Es gibt noch demnächst sehr viel wieder zu sehen. Wir sind ja mit dem Umzug durch. Also ich werde wieder viel auf Sendung sein jetzt. Und vor allen Dingen ganz, 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 ganz wichtig, bleibt alle gesund. Ganz liebe Grüße, Andrea aus der Basteloase.